Don't Visit Chur, ein Podcast von Michelle de Courtins. Ich hatte wirklich gedacht, meine Idee mit Don't Visit Chur würde einschlagen. Die Stadt oder der Tourismusverein oder was weiß ich, wer würde die Kampagne aufnehmen und mich gut bis sehr gut bezahlen. Ich hatte wirklich geglaubt, dass ich so meine Schulden zurückzahlen könnte, meine Einfrau-Agentur retten und mir diesen Geldeintreiber vom Hals schaffen könnte. Wir hatten ja extra echte Videos von echten Geistern gemacht. Don't visit Chur, außer du hast starke Nerven. Reverse Psychology und sowas alles. Eingeschlagen scheint es ja zu haben. Das auf Social Media am meisten gesharete Video ist nicht mal von uns. Nachahmer, Trittbrettfahrer, marketingmäßig super. Die Sprayaktion, die ich mit Bierde durchgezogen habe, hätte ich mir auch sparen können. Hab dafür das Auto meiner Nachbarin ausgeliehen und sogar eine Tankstelle beklaut oder geprellt. Oder wie nennt man das? Wenn man sich den Tank füllt und einfach davonfährt? Ach, egal. Das Dumme war, Chur wollte mit Don't Visit Chur nichts zu tun haben. Im Gegenteil, das Ganze solle sofort gestoppt werden. Ich wurde sogar vom Stadtpräsidenten eingeladen. Zu einem Termin am Abend. Pff, scheint, als sei ich nicht mal wichtig genug für einen Termin am Morgen. Der Don hat mir auch, dass die Filme, die unter dem Stichwort «Don't visit Chur» im Netz kursieren, nichts mit den Vorfällen der gefundenen Körperteile zu tun haben. Der Fund von gestern Nacht ist schon der vierte solche Fund in Serie in Chur. Es ist jetzt 5:30 Uhr. Na, da scheint die Kacke ja am Dampfen zu sein. Vielleicht habe ich Schwein und der Stadtpräsident ist zu fest mit anderen Dingen beschäftigt. Ach, aber egal. Hey, hey Fran, geht's eigentlich noch? Guten Abend gleichfalls. Guten Abend, dich selbst, Fran. Was zum Teufel fällt dir eigentlich ein, mein Auto zu klauen? Geliehen. Geliehen? Und wo bitteschön ist denn mein Auto jetzt? Ich hab dir ja den Zettel vor die Tür gelegt. Ja, dein Zettel, schon klar. Da stand recht wenig drauf, Fran. Auf dem Hof. Beispielsweise steht auf deinem Zettel kein Sorry, Fran. Ja, sorry, tut mir leid. Es ist auf dem Hof droben. Was? Auf dem... Schon den ganzen Tag, oder wie? Den verdammten Strafzettel bezahlst du mir? Oder warst du vielleicht jede Stunde oben die Parkour füttern? Den Strafzettel bezahlst du. Das ist mal sicher. Ja, sorry, ich muss jetzt aber... Und apropos Zettel. Der Zettel. Dein Zettel. Ja, ich muss jetzt eben... Toilettenpapier, Friend. Dein Zettel war billiges Toilettenpapier. Ich muss jetzt wirklich zu Urs Marti. Der Stadtpräsident? Warum? Was ist los? Ach, das willst du gar nicht wissen. Ciao, Lea. Hey, Fran. Ja? Der Autoschlüssel. Oh, okay. Hier. Danke. Wenig später bin ich also beim Rathausgebäude mit der großen Markthalle darunter, die eigentlich mehr als Veloabstellplatz dient. Das Büro des Stadtpräsidenten ist im ersten Stock, also über den Velos oder daneben. Ist dir eigentlich egal. Und deshalb, Frau Waller, muss ich Sie inständig bitten, die Sache einzustellen. Sache? Und dafür zu sorgen, dass diese Videos vom Netz verschwinden. Und wie soll ich das anstellen? Interessiert mich nicht. Aber ich mache Sie, Frau Waller, dafür verantwortlich, dass dieses Don't Visit Chur aufhört. Aber Herr Marti, viele der Videos sind gar nicht von uns. Woher wissen Sie überhaupt, dass meine Agentur die Aktion gestartet hat? Und Frau Waller, das geht Sie eigentlich nichts an. Aber Kulturismus und der Stadtrat tauschen sich schon aus. Und wenn Sie sogar ein Dossier schicken, nun eben... Ah ja, ich sehe. Und ich hoffe auch, dass Sie einsehen, dass diese Videos weg müssen. Sie schaden Chur und beunruhigen die Bevölkerung nur noch zusätzlich. Ja, aber wie soll ich bitte schön das machen? Soll ich Mark Zuckerberg anrufen und ihm sagen, Hello, Mr. Zuckerberg? Ja, wieso nicht, Frau Walder, wieso nicht? Und jetzt, Frau Walder, auf Wiedersehen. Ja... Spinner alle zusammen, was ist nur los heute? Zuerst die Spinnerin und um Leschk und jetzt da. Ja, sind Sie denn immer noch hier? Nein, bin schon weg. Ey, haben Sie ihn gewarnt? Wie? Sie verwechseln mich. Na, na, ich spüre doch, dass Sie Kontakt zu ihm hatten. Ja, ich war gerade drin beim Stadtpräsidenten. Bei dem...
Habe ich auch schon versucht, aber da ist nichts zu wollen. Wir müssen alle warnen. Hä? Vor dem Wendigo müssen wir sie warnen. Der Wendigo ist in Kur. Sein Geist hat Besitz von einem Körper hier ergriffen und sein Hunger ist unersättlich. Wow, wow. Also ich weiß nicht, wer du bist und überhaupt... Warte. Er ist hier. Verdammt, der Wendigo ist hier. Schnell, raus hier. Scheiße. Da stand sie in Polizeivollmontur und mit Jagdgewehr. Ja, voll. Sie trug wirklich ein Jagdgewehr unter dem Arm. Mein Name ist Barbara Bass von der Stadtpolizei. Raus jetzt! Hey, hey! Lass mich raus hier! Scheiße, sie war das Monster. Es wurde mir alles auf einen Schlag klar. Die Polizistin war das Monster, das die Leute verschwinden ließ und dann nur noch einzelne Körperteile zurückließ. Sie musste es sein. Wendigo. Oder was hatte die Komische von eben gesagt? Die Polizistin musste dieses Wendigo-Ding sein. Scheiße. Und mich hatte sie hier in einem Polizeibus eingesperrt. Für später wahrscheinlich. Shit, shit, shit. Ich war im Bus eingesperrt und draußen wütete etwas Furchtbares. Derweil beim Hintereingang des Rathauses, gleich neben der Rathaushalle. Die alte Holztüre führt in eine Gasse mit Pflastersteinen. Auf der einen Seite das alte Churer Rathaus. Auf der anderen Seite kleine Geschäfte und ein Café. Das gedämpfte Licht der Schaufenster strahlt auf die Gasse hinaus. So, Knorkfried. Die Geschäfte sind geschlossen und die Gasse leer. Mal schnell über zur Polizei, vielleicht haben sie endlich etwas Konkretes jetzt. Oh, was bist jetzt du da für einer? Hey, 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 lass mich! Du willst das Rad aus? Das kannst du gerade vergessen, komm her, du! Ja, ja, komm da rüber, ja, genau da! Hilfe, Hilfe! Dammt mal! Hilfe! Derweil auf der anderen Seite des Rathauses. Hey! Hey! Hilfe! Hier ist Fran im Van! Hört mich denn keiner? Hey! Und diese scheiß Monsterpolizistin wütet da draußen! Oh, Scheiße! Das ist sie! Shit, shit, shit! Er ist weg, du kannst rauskommen. Okay? Hallo, Frau Walder? Was? Was? Aber sie ist dieses Wendigo-Dingsdongs! Ich? Ja! Sie war an allen Tatorten und... Nicht ich, Frau Walder. Nicht ich bin der Wendigo. Ein gemeinsamer Bekannter ist es. Bierder. Kapaul. Bierder? Der Penner mit Velo und Anhänger? Der soll ein Monster sein. Che merda. Niemals. Ich glaube, wir müssen reden. Welche Bar hat offen? Gelandet sind wir schlussendlich in einem Café. Wobei ich eher einen starken Drink hätte vertragen können. Aber egal. Oder nein, nicht egal, bescheuert. So richtig bescheuert war das Ganze. Und ich weiß mittlerweile nicht mehr so recht, was von all dem wirklich so geschehen ist und was mit den Pillen zu tun hat, die sie mir hier oben geben. Ich saß also in diesem Café, glaube ich wenigstens, mit einer, nun sagen wir, robusten Polizistin mit Jagdgewehr und einer abgeklärten, Geisterlady? Und das ist eben ein Wendigo. Ich dachte, er sei hinter Ihnen hier. Deshalb habe ich Sie in den Bus gesperrt. Warte, du sagst also, dass der harmlose Obdachlose, den ich zufälligerweise auf der Straße kennengelernt habe, eine Art Vampir ist? Kein Vampir. Der Geist eines kannibalischen Cree-Indianers. Ein Wendigo. Wuhu, Geisterlady. Das ist doch alles Bullshit. Ich würde auf Shana Banana hören, Frau Walder. Shana Wie bitte?
Ich höre doch nicht auf das Voodoo-Gebrabbel einer Geisterlady aus dem Domleschg. Schana Banana. Also wirklich. Frau Walder, es ist wirklich kein Bullshit. Ich verfolge Ihren Bekannten jetzt schon einige Zeit. Und ich weiß, dass er etwas mit den verschwundenen Kuren und den gefundenen Körperteilen zu tun hat. Ja, was denn bitteschön? Du bist doch diejenige, die immer an den Tatorten vor allen anderen auftaucht. Ja, weil ich Peter Kapaul seit einiger Zeit im Visier habe und ihn so gut es geht beschatte. Ich war auf ihn aufmerksam geworden, als er vor einiger Zeit im Waldhaus war. War ein Selbstmordversuch. Polizei wurde eingeschaltet. Tragisch normalerweise sowas. Aber bei diesem Fall ist mir etwas Komisches aufgefallen. Nicht, dass er glaubt, der Selbstmordversuch habe geklappt und er sei jetzt ein Geist. Nein, das nicht. Da gibt's beileibe noch viel komischere Dinge. Aufmerksam auf Peter Kapaul bin ich geworden wegen seiner Aufenthaltsorte. Wie Aufenthaltsorte? Ja, er ist recht herumgekommen. Winterthur, Ebnet, Nantes, Dietikon, dann sozusagen zurück nach Hause, Ilanz, Glion und dann wieder ins Unterland nach Olten. Und? Ja, überall an diesen Orten und in dieser Reihenfolge sind Leute verschwunden oder es gab grausige Funde von Körperteilen. Ich weiß jetzt nicht so recht, was... Er ist ein Wendigo und so verhält sich der Wendigo. Er muss Menschen fressen, um zu überleben. Sorry, aber das ist alles ein bisschen viel. Der Wendigo ist ein indianischer Geist eigentlich. Ein Geist, der einen Körper besetzt, ihn immer, wenn er Hunger hat, in ein Monster verwandelt und kontrolliert. In den zu langen und kalten Wintern im nördlichen Amerika geht es bei den Ureinwohnern sehr bald mal ans Lebendige. Schlechte Ernte, schlechte Jagd und schon herrscht Hunger, grausamer Hunger. Da kann es vorkommen, dass Stammesangehörige andere kannibalisieren. What? Also sie essen die anderen? Ja, wenn ein Mensch, um sich selbst zu retten, andere krepieren lässt, wird er zum Wendigo. So entsteht der Wendigo, so wird er geboren. Und es heißt, dass er auch manchmal wandert. So wird ein Opfer eines Wendigos zum neuen Wendigo. Das heißt also, Bierder hat jemand anders... Oder er wurde angefallen. Wer stark genug ist, überlebt einen Angriff und dann wird derjenige eben... Ein Wendigo. Ja, Frau Walder, für mich ist es genauso schwierig gewesen, das zu glauben. Aber die Beweise habe ich in den letzten Tagen leider überall in Chur herumliegen sehen. Ja, hat denn schon jemand dieses Ding gesehen? Das nicht, nein, aber... Aber man muss doch nicht immer alles sehen, um zu wissen, dass es real ist. Aber es gibt eine Sichtung. Im Internet kursiert doch dieses Video. Das könnte ein Wendigo sein. Dieses langarmige Ding. Ja, das Video war einfach plötzlich da. Das Wichtigste ist... Im Moment sterben Leute. Wir müssen handeln. Der Wendigo hört nie auf. Sein Hunger ist unersättlich. Aber es gibt einen Weg, ihn zu stoppen. Er habe ein Herz aus Eis, heißt es. Wenn man dieses zum Schmelzen bringt, stirbt der Wendigo. Sein Herz zum Schmelzen? Also in echt mit Feuer und so? Hitze? Ja. Da wüsste ich was. Oder besser gesagt, da wüsste ich jemanden. Auch wenn man ihn jetzt nicht unbedingt als den heißesten Typen bezeichnen kann. Fran? Ja, hör mir zu. Ist denn die Hölle zugefroren, dass du mich mal anrufst? Ja, hör mir zu, Roman. Du musst mir helfen. Okay, die Hölle ist zugefroren. Jetzt hör einfach zu. Also ja, die Hölle ist sozusagen zugefroren und wir brauchen deinen Flammenwerfer. Wer ist wir? Frag nicht, komm jetzt einfach her. Wir sind im Café beim Fontana Park. Und vergiss den Flammenwerfer nicht. Es ist übrigens gar kein Flammenwerfer. Flammenwerfer? Ja, oder so ähnlich. Er lag mir vor einiger Zeit ständig damit in den Ohren. Aber ihr wisst schon, dass so etwas illegal ist. Aber es könnte klappen. Die indianischen Legenden sagen es so, ja. Bringt man das gefrorene Herz des Wendigo zum Schmelzen, stirbt er. Dann warten wir hier auf deinen Freund mit dem Flammenwerfer. Hier muss ich mich von euch verabschieden. Ja, herzlichen Dank, Frau Banane. Ich wünsche euch viel Kraft. Auf Wiedersehen. Ciao. Und jetzt? Jetzt machen wir ein Monster kalt, beziehungsweise heiß.
Sie hörten Episode 4 von Don't Visit Chur, ein Podcast von Michel de Curtins. In den Hauptrollen Sarah Franziska Herrmann als Fran Walder, Jan Rupp als Birka Paul, Marco Luca Castelli als Markus Sünder, Lorenzo Polin als Roman Dünkel, Ursina Hartmann als Barbara Bass. In anderen Rollen Sabrina Bundi als Shana Banana und Urs Marti als sich selbst. Buch, Regie, Montage und Musik Michel de Curtins. Mit freundlicher Unterstützung durch den Fonds der Landeslotterie, die Kulturförderung Graubünden, die Stiftung Stavros Niarchos, die Kulturförderung der Stadt Chur, die Ernst-Göhner-Stiftung und durch die Graubündner Kantonalbank. Mehr Infos unter don'tvisitchur.ch.